Einen doch eher selten gesehenen Gast gab es jetzt vor ein paar Tagen am Flughafen von Painfield. Das ist der Ort, an dem Boeing die 777X produziert. Und was das für ein spezieller Gast war, schauen wir uns jetzt einmal kurz an in 100 Sekunden. Viel Spaß! Das war zwar nicht das erste Mal, dass man diesen Flugzeugtypen an diesem Flughafen sehen konnte, dennoch ist das eine etwas untypische Kombination. Am Flughafen Painfield, dem Flughafen am großen Boeing-Werk Everett, wo der amerikanische Flugzeugbauer die 747, den 767 Frachter, die Boeing 777 und auch die 787 baut, da konnte man jetzt vor ein paar Tagen eine Antonov AN-124 dieser russischen Frachtfluggesellschaft beobachten. Die Maschine hatte dort einen Spezialauftrag, denn wie ihr wahrscheinlich alle wisst, leidet das 777X-Programm zum aktuellen Zeitpunkt sehr unter den festgestellten Kompressorschwierigkeiten des neuen GE9X-Triebwerkes. Mittlerweile übrigens nach einem Test ganz offiziell das schubstärkste Triebwerk der Welt. Genauer gesagt geht es bei der ganzen Problematik um Statorteile, also um nicht bewegliche Teile des vorderen Parts des Hochdruckkompressors des neuen Triebwerkes. Diese können nicht die Qualität und Lebensdauer aufweisen, die man eigentlich geplant hatte. Daher muss das Triebwerk bzw. dieses Teil jetzt überarbeitet werden. Und dafür gehen jetzt tatsächlich die schon unter den ersten zwei von mittlerweile drei gebauten 777X-Testmaschinen verwendeten Triebwerke wieder zurück zu General Electric nach Ohio. Und eben genau dafür kam jetzt vor gut einer Woche das erste Mal eine Antonov AN-124 vorbei, übrigens das größte in Serie gebaute Frachtflugzeug der Welt, und nahm eines der Triebwerke mit und brachte es von Painfield nach Columbus. Laut offiziellen Dokumenten ist das bald größte in der Zivilluftfahrt verwendete Triebwerk als zusammengeschnürtes Paket ganze 8x4x4 Meter groß und wiegt über 16 Tonnen. General Electric stattet diese vier ersten GE9X-Triebwerke jetzt mit verbesserten Teilen aus. Dann müssen die Dinger auch noch ein paar Testläufe durchmachen. Und dann sollen die Triebwerke in wenigen Wochen auch schon wieder bei Boeing in Seattle sein. Und in den ersten Monaten des Jahres 2020 soll die 777X damit auch das erste Mal in die Luft kommen. Das ist schon ziemlich spannend, was bei Boeing gerade alles los ist. In diesem Sinne soll es das für heute tatsächlich schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.